Hast du einen Tipp für Spielerinnen, die kurz vor ihrem ersten WM-Spiel stehen? Ja, erstmal ist es, glaube ich, vollkommen normal und menschlich, dass man vor einem Spiel aufgeregt ist, auch nervös ist. Es ist einfach ein besonderes Spiel, das da auf einen wartet. Aber insgesamt, glaube ich, muss einem auch bewusst sein, wie besonders es ist, dass man einfach in das Spiel genießt, gemeinsam mit der Mannschaft jetzt auf den Platz zu gehen, das erste Spiel zu bestreiten und ja, das dann einfach in Motivation umwandelt und in Siegeswille dann auf dem Platz. Was war deine erste Erinnerung an eine Weltmeisterschaft? Also, ich erinnere mich an die Weltmeisterschaft in Deutschland 2006. Kann mich noch gut an den goldenen Ball auch erinnern und habe ich sehr gerne geschaut, die Spiele. Generell halt immer bei Weltmeisterschaften guckt man ja gerne zu. Aber ich muss ehrlich gesagt gerade gestehen, ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat. Weißt du das? Warst du da überhaupt schon auf der Welt? Ja, ich war da schon auf der Welt. 2006 habe ich tatsächlich nicht so verfolgt, da war ich ja noch sehr klein. Mhm. Meine erste war dann wahrscheinlich 2010, das erste Mal. Aber so eine richtige Erinnerung habe ich da tatsächlich nicht so. Wo war die WM 2010? Das ist auch eine gute Frage. War das Südafrika? War das so? Glaube ich. Das kann sein. Was mit Waka Waka? Ja, genau. Ja, an das Lied kann ich mich zum Beispiel. Begonnen wurde zu spielen. Jetzt vielleicht Tor und dann wird's ruhig. Tor! Da ist es! Alle Gespräche beendet. Diskussion ad absurdum geführt. Deckel drauf. Mittag macht's 2-0. Was sagt sich Anja Mittag? Nicht reden, schießen. Gut so. Schauen wir mal auf die Torfrau, was da passiert ist. Zunächst der Abschlag von ihr, von Bacic. Mittag hält voll drauf. Ja, das kann man halten. Popp mit dem Hinterkopf. Ja, und dann hat sie, nachdem er 3-4 Sekunden vorher erst von ihr abgeschlagen worden war, der Ball einfach mal daneben gelangt. Es gibt ein paar Meilen auf der Karte. Die Distanz ist gut. Zuschauer hätten ein Tor verdient in Osnabrück. Da steht die ganze Mannschaft, schauen Sie. Wie an der Perlenschnur gezogen und Tor! Maroschan macht's, da können so viele stehen, wie sie wollen. Da können sie. Ja, stark geschossen. Da ist nichts zu halten. Da kann Bacic machen, was sie will. Der hätte sie mit oder ohne den Augen Problemen nicht halten können. Passt genau. The final whistle. Germany would then make it 4-0. Oberdorf with a lovely long ball over the top. Bremer doing all the hard work, and how about that for a finish? Finding the top corner and getting the perfect amount of lift on it to just take it over the top of Papa Konstantinou. And Germany lead 4-0. Germany, the opener here. 33 minutes gone to be precise. A lovely play from Knack, never giving up on that ball, and is rewarded. Verwunderlich. Dallmann. Und wieder auf Jule Brandt, und dann ist Freigang erst ein paar Minuten auf dem Platz. Hat ihn jetzt aber freigegeben für Clara Bühl. Und da sind wir wieder bei der Vermutung, wie sehr sie sich hier ein Erfolgserlebnis wünscht. Hab's gesagt, erste Quali-Spiel für die 19-Jährige nach einer langwierigen Sprunggelenkverletzung. Clara Bühl, der geht rein!
rein. Und da ist der Freudensprung. Den hat sie sich hier erarbeitet. Regelrecht erarbeitet, erkämpft, erwünscht, erhofft und belohnt sich hiermit selbst. Schauen Sie mal, die Freude bei Clara Bühl. Bei 8:0. Ja, wir sehen jetzt hier in dem Moment heute drin, Agisch reagiert überhaupt nicht, reagiert sehr, sehr spät, ist ihre Ecke, konnte den Ball vielleicht zu spät sehen. Also, da können wir sie nicht komplett aus der Haftung nehmen, ganz sicher nicht.